Es ist 11:55. Mit diesen Worten hat der Chef des Robert-Koch-Instituts Wieler heute die Corona-Lage beschrieben. Größere Veranstaltungen sollten abgesagt oder gemieden. Auf nicht notwendige Kontakte sollte verzichtet werden, so die dringende Empfehlung der Behörde. Der amtierende Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte die Wiedereinführung von kostenlosen Corona-Schnelltests ab morgen an. In den vergangenen Tagen waren die Infektionszahlen in die Höhe geschnellt. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz erreicht den 5. Tag in Folge einen neuen Höchstwert. Sie steigt laut RKI auf 263,7. 48.640 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden wurden gemeldet. Das sind 11.520 mehr als am vergangenen Freitag. Die Immunität in der Bevölkerung reicht offenbar nicht aus, um die Dynamik zu brechen, mit der sich das Virus ausbreitet. Deshalb haben der Bundesgesundheitsminister und das Robert-Koch-Institut ihren Appell erneuert, zum Impfen zu gehen und vor allem Ältere und Alte aufgefordert, sich eine Auffrischungsspritze geben zu lassen. Es gehe darum, eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Die Inzidenzen steigen teilweise sprunghaft an, vor allem bei den 5- bis 19-Jährigen, aber auch in allen anderen Altersgruppen. Auf den Intensivstationen liegen bereits mehr als 2.800 Corona-Patienten. Die Behandlungskapazitäten schwinden. Weitere Einschränkungen seien dringend notwendig. Das RKI plädiert dafür, Großveranstaltungen zu beschränken oder abzusagen, um Kontakte weiter zu minimieren. Und das Testen soll auf Geimpfte und Genesene erweitert werden, da diese ja auch Infektionen übertragen können. Deshalb wäre es aus meiner Sicht, aus unserer Sicht konsequent, wenn wir öffentliche Veranstaltungen erstens nur für Geimpfte und Genesene ermöglichen und zweitens nur dann, wenn diese zusätzlich einen aktuellen Test vorweisen, 2G+. Um das Testen möglichst flächendeckend umsetzen zu können, sollen ab morgen bundesweit die kostenfreien Bürgertests wieder eingeführt werden. Und wir schalten nach München zu Jan Turczynski, Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. RKI-Chef Wieler sagte, es sei 11:55. Neue Höchstwerte bei den Infizierten und Inzidenzen. Ab morgen voraussichtlich wieder kostenlose Tests für Bürgerinnen und Bürger. Wie konnte die Situation so aus dem Ruder laufen? Warum steigen die Zahlen jetzt so schnell? Na, zum einen haben wir das Problem, dass wir eine zu geringe Impfquote haben. Es sind zwar inzwischen 70% in Deutschland geimpft, aber das reicht eben nicht für die Grundimmunisierung. Das zweite Problem ist, dass man erst jetzt erkennt, dass die Impfungen mit dem Schutz nicht so lange anhalten, wie man sich das gewünscht hat. Vor allen Dingen der Schutz vor einer Infektion lässt nach. Man ist zwar auch als doppelt Geimpfter sehr gut geschützt vor schweren Verläufen, aber eben nicht hundertprozentig vor Infektion. Ja, und das führt uns zum dritten Problem, nämlich, dass wir Auffrischungsimpfungen sogenannte Boosterimpfungen brauchen. Und die Kampagne, die ist noch nicht recht in Schwung gekommen. Und all das zusammen führt uns zu der Situation, in der wir gerade sind. Welche weiteren Forderungen liegen denn jetzt auf dem Tisch? Was könnte helfen, um die Kurve flach zu bekommen? Ja, einiges davon haben wir ja gerade schon gehört. Minister Spahn plädiert dafür, dass man also zumindest bei Großveranstaltungen 2G+ einführt. Geimpfte, Genesene und all die müssen aber getestet werden. Das könnte eine sinnvolle Maßnahme sein, aber auch die klassischen Maßnahmen müssen natürlich jetzt wieder greifen. Wir müssen Kontakte reduzieren. Wir müssen vor allen Dingen in Innenräumen die Veranstaltungen reduzieren. Wir brauchen die klassischen AHA-Regeln, die wir eigentlich alle gut kennen. AHA plus L, also Abstand halten, die Hygiene Maßnahmen, die Masken, das Lüften, all das muss wieder greifen. Wenn es geht, dann Kontakte, Begegnungen in den Außenraum verlagern. Ja, all diese Dinge müssen kommen und die Menschen müssen sich eben impfen lassen und müssen sich die Auffrischungsimpfungen holen. Und worauf müssen sich Nicht-Geimpfte in den kommenden Wochen und Monaten einstellen? Ja, das wird eine interessante Entwicklung. Ich denke, dass die Ungeimpften es etwas ungemütlicher haben werden, denn 2G oder gar 2G+ richtet sich ja letztlich auch an die Ungeimpften, die einfach bestimmte Dinge über den Winter nicht mehr werden tun können, wenn es danach geht. Man hört inzwischen ja auch die Forderungen teilweise nach einem Lockdown für Ungeimpfte. Ich denke, da wird es wirklich schärfere Maßnahmen geben, weil natürlich auch das Argument ist, die Menschen, die sich impfen lassen, die dürfen nicht dafür bezahlen mit Einschränkungen für den Großteil der Menschen, die sich eben nicht impfen lassen. Also das könnte ein ungemütlicher Winter werden für die Ungeimpften. Schauen wir noch auf Bayern. Dort gilt seit gestern der Katastrophenfall. Welche Auswirkungen hat das jetzt konkret?
Ja, der Katastrophenfall ist vor allen Dingen dazu da, dass man besser koordinieren kann, wie man die Krankenhäuser belegt, Patienten verlegt. Und all das ist ja wirklich notwendig. Denn wenn wir sehen, was sich in den bayerischen Krankenhäusern auf den Intensivstationen abspielt, dann muss man einfach sagen, wir haben über 2800 belegte Intensivbetten in Bayern und nicht mal 300 sind noch frei. Das heißt, wir haben hier wirklich ein massives Problem und die Koordinierung dieser Patienten, die kann auf jeden Fall durch den Katastrophenfall leichter und unbürokratischer gelöst werden. Das Nachbarland Österreich grenzt ja an Bayern und wird ab Sonntag Hochrisikogebiet. Woran liegt das und welche Auswirkungen hat das? Ja, Österreich hat ja noch mal ganz andere Inzidenzen als wir. Da sind wir inzwischen weit über 700. In Richtung 800 gehen die Zahlen. Und deswegen jetzt auch diese Ernennung zum Hochrisikogebiet. Das hat vor allen Dingen Gründe für den Grenzverkehr oder Auswirkungen auf den Grenzverkehr. Die Menschen, die ungeimpft sind, müssen wieder in Quarantäne. Interessant ist, dass wir als Grenzregion haben ja auch die Pendler. Das gilt für Tschechien genauso. Die müssen dann bei den Ungeimpften nachweisen, dass sie sich zweimal pro Woche getestet haben und sie müssen eine Arbeitsbescheinigung vom Arbeitgeber nachweisen. Also sie müssen belegen, dass sie auch tatsächlich hier arbeiten. Insgesamt wird das Reisen im Grenzgebiet wieder aufwendiger, anstrengender, teurer im Zweifelsfall für die Ungeimpften, wenn sie sich eben testen lassen müssen. Auf jeden Fall auch das wieder komplizierter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es wieder zu verstärkten Kontrollen an den Grenzen kommt. Und das war Jan Turczynski, Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Vielen Dank nach München. Thank you.